Hallo, lieber Benni Hoffmann. Du bist hier im NLZ Trainer der U19 und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Ja, hallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Lass uns gerne mal mit einem aktuellen Thema einsteigen. Wie ist denn bei euch zurzeit die Corona-Situation? Es ist so, dass wir mit den Jungs derzeit nur trainieren dürfen. Die Spiele sind komplett ausgesetzt, schon seit Oktober. Und ja, es wird sich sicherlich auch noch eine weitere Zeit so hinziehen, bis wir wieder spielen dürfen. Aber wir sind sehr dankbar dafür, dass wir überhaupt trainieren dürfen, dass wir zu den NLZs gehören, die klar auch unter bestimmten Auflagen, aber dann einfach auch ja, die Corona-Zeit nutzen können und die Jungs weiterentwickeln dürfen. Ist es so, dass sich Training vielleicht ein Stück weit verändert, dass der Fokus im Training ein anderer wird, wenn man nicht diesen wöchentlichen Wettkampf hat, sondern vielleicht auch mal im Positiven gesprochen länger Zeit hat, um sich auf bestimmte Inhalte zu konzentrieren? Absolut, wir haben das auch den Jungs nochmal klar gemacht. Also einmal auch die Demut zu zeigen, dass wir trainieren dürfen und gleichzeitig aber auch, und das ist das Schöne gerade aktuell, dass die Jungs merken, trotz der Corona-Zeit und trotz der ausgefallenen Spiele findet Entwicklung weiter statt, weil Entwicklung findet im Training statt. Und das merken die Jungs, dass sie ja, tagtäglich, dadurch, dass sie sich auch fördern, auch gleichzeitig dadurch auch fordern, sie sich einfach weiterentwickeln und verbessern. Wenn ich das richtig gelesen habe, bist du ja schon ganz klassisch über das Fansein zum Fußball gekommen, ne? Und warst beim BVB auch Balljunge, oder? Gab es da irgendwelche besonderen Erlebnisse? Ja, viele natürlich. Also nee, es war so, dass immer die U14, U15, U16 Mannschaften sozusagen Balljungs beim BVB sind. Und da ich da zu der Zeit auch beim BVB gespielt habe, war man auch irgendwann mal dran. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jeder Junge das dann natürlich auch in dem Alter gerne machen möchte. Also ganz nah dran an den Stars sein. Ich war mit auf dem Platz, als die Meisterschaften gefeiert haben. Ich habe Spiele gesehen, als Lars Ricken 97 das Tor geschossen hat in München. Da sind wir mit der Mannschaft eingeladen worden. Das sind schon einfach auch Erlebnisse, die dann auch natürlich einen prägen. Fußball ist ja ein Teamsport. Trotzdem kann ich mir vorstellen, ist es gerade in deiner Rolle im Jugendbereich wichtig, auch ganz individuell auf die Spieler draufzuschauen und zu gucken, was ist für den jeweiligen Spieler das Richtige. Wie machst du das? Wie mache ich das? Wenn ich das jetzt in einem Satz sagen könnte, wäre es sehr einfach. Wichtig ist mir erstmal, dass wir die Jungs kennenlernen. Mhm. Wir nehmen uns lange Zeit im Trainerteam zu sagen, okay, welche Charaktere haben wir, wer sind die? Wir beobachten sie sehr lange, gerade zu Beginn, und versuchen dann denen den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, okay, was ist das für eine Mannschaft? Wer seid ihr überhaupt? Welche Identität habt ihr? Und womit könnt ihr euch gegenseitig A, fördern, gleichzeitig aber auch fordern und dadurch dann auch entwickeln und verbessern? Und wenn die Jungs so ein bisschen ihre eigene Identität gefunden haben, kennen sie auch ihren Weg und wissen dann auch im Training, wie sie sich verhalten können, wie sie sich verhalten sollen. Und so ergibt sich aus diesem Mensch, aus diesem Spieler einfach dann ja, ein Gesamtbild mit der Mannschaft, und daraus wird dann ja, ich sag, irgendwann dann mal vielleicht die Taktik und der Matchplan, aber wichtig ist erstmal die Jungs. Thema Trainerteam hast du gerade angesprochen. Du hast natürlich mit Stanko und Christoph Babatz zwei totale 05-Legenden bei dir drin. Also eine Trainerlegende aus dem NLZ und eine Spielerlegende. Wie perfekt ist euer Mix und also wie ist so eure Zusammenarbeit? Also ich bin extrem dankbar, ja, ein Trainerteam gestellt bekommen zu haben, und das schon vom ersten Tag an, was sich auch mit Mainz 05 einfach A auskennt und B auch dich total mit dem Verein und mit der Stadt identifiziert. Und als ich hier angefangen habe, am ersten Tag war es Baba Kay Hanfa. Er ist jetzt Co-Trainer bei Bo Svensson. Also auch da eine Verbindung direkt zu haben, ist extrem schön. Und genau das Gleiche sage ich jetzt auch. Also als es klar war, dass Baba zu Liefering wechselt und zu Bo Svensson wieder zurückgeht, ja, Christoph Babatz an die Seite gestellt zu bekommen, es ist halt einfach klar. Man weiß selber, weil man es selber noch gesehen hat damals, ja, wie er sein Tor geschossen hat und so weiter, wie er jubelt. Das ist einfach schön und ist genau die perfekte Ergänzung. Wie ich es vorhin gerade schon gesagt habe, dass einfach dann noch jemand im Trainerteam da ist, der vielleicht nicht von NLZ redet, sondern der in dem Moment dann einfach vom Profibereich redet und wie das abgelaufen ist und kann den Jungs da vielleicht noch was mitteilen. Also ja, und Stanko ist natürlich die Legende hier absolut. Also ja, der König.
Nochmal zurück ganz zum Anfang. Du hast gesagt, die Saison ist aktuell unterbrochen. Es ist auch noch nicht ganz klar, wie lange. Ihr seid gut gestartet, habt 3 Spiele gewonnen. Das letzte Spiel war ein 4-0 gegen Bayern München. Was glaubst du, wie werdet ihr, wenn es wieder losgeht, den Wettkampfmotor wieder zünden? Braucht es dazu was Besonderes oder sind die Jungs so heiß drauf, auch wieder sich auf dem Platz messen zu können, dass es dann von ganz alleine läuft? Es wird nicht von ganz alleine laufen, weil genauso wie wir uns dann fühlen, werden sich alle anderen Mannschaften ja auch fühlen. Also jeder wird dann erstmal froh sein, dass es wieder losgeht. Und wichtig ist erstmal, dass wir wieder unsere Prinzipien einfach automatisieren. Also ich bin Freund davon, zu den Jungs es so einfach zu machen im Spiel, dass sie halt einfach sagen, okay, wir haben die und die gewisse Automatismen, wir haben die und die Muster und die bringen wir immer und die sind auch erfolgsversprechend. Gleichzeitig ist aber das Individuum in dem Spiel einfach mitentscheidend im Fußball und welche Entscheidungen treffen sie. Und darauf sie vorzubereiten wird, ja, ist ein ständiger Prozess, wird vor allen Dingen dann auch in den letzten Wochen einfach auch gelegt. Und klar wird es dann auch darum gehen, wer am Ende vielleicht ein bisschen gieriger ist, genau dann das erste und das zweite und das dritte und das nächste Spiel dann auch zu gewinnen. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass ihr das bald wieder tun könnt. Du bekommst von mir Corona-konform rübergeschoben, die nicht mehr Mainz 05, weil es sie nicht mehr gibt in der fußballfreien Phase, sondern einfach nur irgendwelche rot-weißen Gummibärchen in der Bordpiratin-Gummibärchentüte. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank auch. Dankeschön.